So, ich habe ein neues Projekt am Laufen, oder beziehungsweise ich habe mein altes Projekt beendet. Ich habe heute nämlich mir tatsächlich noch mal 1,5 Stunden Zeit genommen, um The Search zu beenden, zumindest das Hauptspiel zu beenden, denn der DLC Walk in the Park steht ja noch aus, aber ich möchte, bevor ich diesen DLC spiele, bisschen mich abkühlen. Ich möchte nicht direkt in die nächste große Frustmaschine reinlaufen. Ich habe leider gemerkt mit The Search, ich bin nicht sehr frustresistent bei solcher Art von Spielen. Aber das könnt ihr euch dann selber anschauen. Da sollten, glaube ich, die nächsten Wochen die letzten Folgen anfangen. Zeit für mich, ein neues Projekt zu starten, ein etwas kleineres Projekt. Ein Spiel, was auf meiner Steam-Liste ganz oben gestanden hat. Und das kam letztes Jahr im Mai raus, wenn ich mich recht erinnere. Im Moment gibt es das so Science-Fiction-Spiel angeht nicht so viel Futter. Das Einzige, was ich mir natürlich noch anschauen möchte, ist Surviving Mars. Als großer Mars-Fan und der das auch ganz, das ganze Zeug, was sich da gerade zusammenbraut, sehr gerne ja, verfolgt mit den guten Elon Musk und seine SpaceX-Raketen und weiß der Geier was. Ich bin gespannt, was sich da alles noch entwickelt. Surviving Mars von den Tropico-Machern. Ich bin großer Tropico-Fan. Ich habe Tropico sehr, sehr gern und häufig gespielt, aber nie wirklich erfolgreich gespielt. Deswegen schauen wir mal. Das ist, glaube ich, von den Ultra Studios, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ist es von Epic Games? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mich wieder super gut informiert. Aber allein das Hauptmenü ist schon der absolute Knaller. Denn wenn man hier nämlich nach rechts mit dem Joystick geht, dann kann man hier starten. Das Auge bewegt sich dahin. Hier kann man das Spiel beenden. Und hier hat man die Einstellungen. Ich habe alles soweit auf Anschlag eingestellt. Ich habe überlegt, dass ich das Spiel auf Englisch spiele mit deutschen Untertiteln, weil die eine der hervorragenden Sachen im Spiel, was ich schon gehört habe und gelesen habe, ist, dass die englische Sprachausgabe super gut sein soll, weil die Hauptdarstellerin gesprochen wird von jemandem aus Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones mal die erste Staffel geguckt, aber ich bin kein großer Fan. Ich hoffe, ich werde nicht gekreuzigt, aber ja, wäre mal eine Option. Ich höre mir das mehr auf Deutsch jetzt erstmal an und dann kann ich immer noch schauen, ob ich das vielleicht ändere. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ist. Denn die Eigenschaft von dem Spiel ist, dass man immer wieder gegen sich selber antritt und immer das, was man vorher gemacht hat, die KI dann benutzen darf. Wenn ich eine Schusswaffe benutze, darf die KI das in der nächsten Runde auch benutzen und so weiter und so fort. Wenn ich dann schleiche und Stealth-Angriffe mache, dann macht das die KI in der nächsten Runde auch. Sie kopiert mich quasi immer. Im Grunde ist das, man könnte jetzt sagen, oh mein Gott, die KI, die da drin ist, der Gegner ist vielleicht lernfähig. Nein, ist es natürlich nicht so. Es sind ganz einfache, simple mathematische Vorgänge, die jeweils die, gut, bei einer KI-Berechnung ist es genauso, aber es sind ganz simple, normale ja, Properties beziehungsweise Befehle, die dir ausgeteilt werden. Und die werden nach und nach einfach durch verschiedene Zahlen runtergetickt oder hochgetickt. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, dann kriegt wird die Fähigkeit eben freigeschaltet und die anderen deaktiviert, wie auch immer. Da ich mich ja selber damit viel beschäftige, kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin gespannt. Es soll nicht lange gehen, so etwa 10 Stunden. Ich bin gespannt. Aber wer mich kennt, der weiß, oder wer schon oft auf meinem Let's Play, auf meinem Kanal vorbeigeschaut hat und meine Let's Plays angeschaut hat, der weiß, das Kanalkonzept ist, dass ich für 5 Stunden spiele, 50 Stunden brauche. Was so unterschiedliche Beweggründe hat. Aber gut, ich würde sagen, wir starten mal das Spiel rein. Ich bin sehr gespannt. Es wird gespeichert. So eine ziemlich coole Geschichte haben. Leib und Seele müssen den Palast durch verschiedene Türen betreten. Nur die, deren Geist und Körper stark genug sind, werden wieder Wir vereint. erzählten in unseren Liedern davon. Von einem magischen Ort des ewigen Lebens. Von einem Palast voller Wunder. Gedacht für die Würdigen. Verzweifelt versuchten wir also würdig zu sein.
nur die finale Belohnung im Blick. Nur ich wollte dort nicht hin. Schon so etwas zu denken, bedeutete den Tod. Als ich fortlief, war mir klar, dass ich nie würde anhalten können, wollte ich am Leben bleiben. Und jetzt bin ich hier. An genau dem Ort, dem ich entkommen wollte. Mir geht's mies. Ja, auch. Natürlich. Die Wunde ist geheilt. Die Schmerzen kommen von der Stase und werden bald vorbei sein. Bei der Übelkeit dauert es länger. Insbesondere durch die Erkenntnis, dass mehr als 100 Jahre vergangen sind. Alles, was du kanntest, ist fort. Du bist nicht einfach von zu Hause weggelaufen. Dein Großvater lässt nicht nach dir suchen. Das existiert alles nicht mehr. Du magst mich also nicht. Darüber hast du ein Jahrhundert lang nachgedacht. Das ist alles? Nicht darüber, dass ich den besten Deal versaut habe, den wir je hatten. Oder dass ich hier einfach Befehle erteile. Oder vielleicht auch, wegen dir, Miststück, ist Foster tot. Ich mag mich selbst auch nicht besonders. Aber ich bring das in Ordnung. Ich hol ihn zurück. Da ertrinkt jemand im Selbstmitleid. Könnte ich sein. Keine Ahnung, wie du das erreichen willst. Aber am besten fängst du damit an, dass du dich wieder hinlegst. Verlust der Motorik kommt selbst bei den erfahrensten Langstreckenfahrern vor. Und du hast, glaube ich, gar keine Erfahrung. Du hast wohl so lange darüber gegrübelt, dass nichts, was ich jetzt sage, irgendetwas ändern wird. Es ist ein sehr storylastiges Spiel, so viel sei schon mal gesagt. Es wird viel erzählt und ich finde die deutsche Synchronisation eigentlich gar nicht so übel. Also es gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. Ich habe schon deutlich Schlimmeres gehört. Das ist ja abgefahren. Man bewegt sich ja ganz komisch um sie herum. Das ist ja mega abgefahren. Ja, ich werde eine Sache kurz erledigen. Denn ich habe gerade gemerkt, dass das Spiel sehr laut ist. Wir werden die Gesamtlautstärke mal noch ein bisschen runterstellen. So vielleicht. Du hast wohl so lange darüber gegrübelt, dass nichts, was ich jetzt sage, irgendetwas ändern wird. Du hast wohl so lange darüber gegrübelt. Da können wir auch noch mal kurz zurückstellen. So. Ja, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Mal schauen. Es ist ein interessantes Spiel jetzt schon. Weiß nicht mal, wie sie heißt, aber vielleicht finden wir das raus. Ich kann mich nur sehr langsam bewegen. Habe irgendwie sowas wie eine Ampel. Ich denke mal, das Spiel wird uns in diese Richtung alles geben, was wir brauchen. Mal kurz den Sound weiter höher. Ich habe eben gerade mal kurz runtergedreht. Boah, ist das so düster. Haben wir eine Lampe? Ah, da wird... Ist jetzt schon ziemlich nice. Wir sind also auf einem Schiff zu einem unbekannten Ort, an dem man sich Prüfungen stellen muss. Also, wo ist er? Ach, du meinst den Würfel? Während du schliefst, habe ich ihn mir sehr gut angeschaut. Ich fürchte, du wirst enttäuscht sein. Es gibt nichts, was auf ein Bewusstsein hinweist. Kein Interface, um auf das Ding zuzugreifen. Und wozu auch? Da drin ist nichts. Es ist einfach nur ein hübscher Würfel. Wüssten wir, wie man das Ding bedient, wären wir nicht hier. Dass du von mir keine Befehle annimmst, uns aber trotzdem hingebracht hast, bedeutet für mich, dass auch du hoffst, dass ich hier etwas erreiche. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich hoffe nicht.
Ich respektiere Fosters Wünsche. Keine Ahnung, warum er wollte, dass ich hierhin fliege. Das Feuerzeug beweist es. Da du eine Woche vor der Zeit blutüberströmt an Bord gestolpert bist, schien ein weiterer Aufenthalt ausgeschlossen. Okay. Dann halt aus Respekt. Geht auch. Schöne, nette Details, dass sich da die Augen, die Hand vor das Gesicht hält, weil es zu hell ist. So was muss man nach. Hübsch. Sie. Also alleine mit dieser KI auf dem großen Kahn. Genau, Rose Leslie ist es, genau. N heißt sie. Tolle Atmosphäre, das hat schon aufgebaut. Ich brauche einen Anzug. Ich sehe nur Eis. Das ist kein Eis. Wir sollten dem, was wir sehen, besser nicht trauen. Der ganze Planet hat sich bis vor einer Woche der Entdeckung entzogen. Nicht nur visuell. Es fehlte auch jede Anziehungskraft. Trotz genauer Koordinaten hätte ich ihn fast nicht gefunden. Wir suchen nach einem Palast. Warum bin ich nicht überrascht? Lass mal gut sein, okay? Erkennst du irgendwelche Gebäude? Du guckst drauf. Die ganze Planetenoberfläche ist ein Gebäude, allerdings kein Palast. Es scheint mir eher ein konzerneigenes, illegales Bergbauprojekt aus der Zeit vor der Requisitionswelle zu sein. Das würde die extreme Tarnung erklären. Dem Planeten hat man wahrscheinlich sämtliche Ressourcen entzogen und er ist nur noch eine leere Hülle. Ich hoffe, die Koordinaten waren nicht zu teuer. Du hast ja keine Ahnung. Bring mich einfach runter. Ich schaue es mir mal an. Überstrahlt das ist, dann muss ich glaube mal die Gamma-Einstellung runtersetzen. Ist ja übel. Ich sehe halt gar nichts. Du solltest die Oberfläche verlassen. Ein merkwürdiger Ort. Irgendwie beeindruckend. Ach so, wir sind schon. Ich kann mich schon bewegen, okay. Ich aktiviere den Hilfsmodus des Anzugs, um deine mangelnde Erfahrung auszugleichen. Ich muss mal ganz kurz reingucken, ob ich die Gamma-Einstellungen runtersetzen kann.
Ich glaube nämlich nicht. Doch, da Gamma-Einstellungen. Vielleicht ein bisschen dunkler machen, das Bild. Das ist ganz schön überstrahlt. Meine Güte. Okay. Wo sind wir? Hier ist etwas. Das muss eine Art Auslösemechanismus sein. Hast du das gehört? Es tut irgendetwas. Bevor ich die ganze Zeit nur rumeier, was bedeutet denn Atria? Lass es mal an. Aber das Spiel sagt mir, was es ist. Oh. Rauchen. Da unten ist anscheinend eine Öffnung. Ist für einen Sprung aber zu weit. Bei ausreichender Ladung federt der Anzug die Landung ab. Und wenn die Ladung nicht ausreicht? Verhindert er, dass du springst. Der Anzug weiß aufgrund deiner synaptischen Aktivität, was du vorhast, und nimmt Befehle stimmlich oder auch durch Augenbewegungen entgegen. Etwas archaisch, aber Foster vertraute dem Anzug sein Leben an. Bei Weltraumreisen ist modern ein relativer Begriff. Schon diese Reise macht den Anzug antik. Um die Leistungsfähigkeit des Anzugs mache ich mir keine Gedanken. Runter? Es bricht auseinander. Alles wirkt so merkwürdig verzerrt. Wie lange das wohl schon hier ist? Diese Art von Material sollte ewig halten, sieht aber aus, als würde es jeden Moment zerfallen. Es muss uralt sein. Alte Technologien, wahrscheinlich auch irgendwelche außerirdischen, da bin ich doch dabei. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss doch nochmal die Gamma-Einstellung ändern. Wir müssen es wieder hochgehen, das ist jetzt schon wieder arg düster. So. Runter können wir da, glaube ich, nicht, oder? Dieser Ort wurde für Menschen gemacht, nicht nur für Maschinen. Die meisten Bergwerke verfügen über eine gewisse Infrastruktur für Menschen, einschließlich einfacher Unterkünfte. Das heißt aber nicht, dass je jemand hier war. Laut Großvater gab es hier keine Menschen. Der Palast wurde von lang vergessener Technologie erbaut und wartet geduldig auf die ersten menschlichen Bewohner. Und du hältst es für einen illegalen Abbaubetrieb. Netter Kontrast. Ich bevorzuge plausible Erklärungen. Dein Großvater jedoch hat alles, was er glaubte, selbst erfunden. Davon weiß ich nichts. Auf jeden Fall kannte er die richtigen Koordinaten. Schau dich um. Das hier ist kein Palast. Der alte Mann mag mit ein paar ästhetischen Details daneben gelegen haben.
Aber ohne einen Beweis hätte er nie alles aufs Spiel gesetzt. Hoffe lieber nicht zu früh. Wie verringere ich die Lautstärke der Kommentarspur? Du überschätzt dich. Das tun unreife Menschen häufig. Du solltest dir jedes Mal Notizen machen, wenn ich etwas sage. Das sind wieder die Momente, wo ich glaube, dass ich alt bin. Weiß nicht so ganz, was ich von diesem komischen Ring halten soll. Ich würde den gerne ausmachen, aber ich weiß nicht. Was ist denn das genau? Ist das vielleicht doch hier dieses... der Hartz IV? Ja, das ist die Hartz IV. Ich finde das irgendwie... störend beim Spielen. Müssen wir nach unten weiter? Ich nehme es mal an, oder? Oder kann man hier irgendwas machen? Also runterfallen kann man schon mal nicht. Nur für Leute wie mich gebaut. Ah, Moment, ich muss bestimmt auf die andere Seite. Warum, dann ging's ja gar nicht weiter. 2 Minuten im Spiel und schon keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ich werde echt alt. Das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Irgendwas stimmt da nicht. Kann ich doch einmal außen rumlaufen. Ja gut. Wissen, habe ich gedacht, dass ich auf der anderen Seite wieder bin, aber war das schon richtig. Ging es runter? Ich nehme mal an, dass ich da lang muss. Ja. Bisschen glatt. Was für Gebäude sind es denn dann? Hast du als Experte so etwas schon einmal gesehen? Ich habe genug Beutezüge erlebt, deren Grundlage reine Spekulation war. Sei es aus Verzweiflung oder aus Größenwahn. Am Ende steht immer die bittere Enttäuschung. War Foster dabei? Das war vor Foster. Ich dachte, ihr wart schon ewig gemeinsam unterwegs gewesen. Ich bin schon seit 1000 Jahren unterwegs. Foster war erst seit 150 mit dabei. Okay, hat also schon eine Menge erlebt, der Gute. Erster London oder erst Anne? Und seinen Namen habe ich schon wieder vergessen.
Oh, das war knapp. Wenn du nur 150 Jahre mit Foster verbracht hast, hast du ihn ja kaum gekannt. Unsere Reise hat ja bereits 100 Jahre gebraucht und wir kennen uns bisher kaum. 100 Jahre für nur eine Strecke ist extrem. Fosters längste dauerte 16. Ich kannte ihn sehr gut. Er vertraute dir und sagte, ich könnte es auch. Du würdest mir helfen. Foster ließ mir keine Wahl. Man vermasselt keinen Job für deinen Großvater und schließt sich dann mit der Person zusammen, die man eigentlich einfangen sollte. Du hättest mich übergeben können. Du bist wirklich naiv. Ich glaube, du tust das, weil du eine Chance siehst, deinen Freund zurückzubekommen. Deine selbstgestrickte Religion lässt wirklich keinen Raum für gesunden Menschenverstand. Ich habe Foster vor euch Findigen gewarnt. Euch bleibt man am besten fern. Warum bist du dann nicht ferngeblieben? Foster war nicht meiner Meinung. Und Gold ist ein gutes Argument. Ich habe mich schon gefragt, wann wir endlich meine Taschenlampe bekommen. Alles automatisiert. Dynamische Schatten. Weg. Sieht irgendwie ganz schön alienmäßig aus, ja. Da unten kommt man bestimmt irgendwie rein. Es sieht aus wie eine Landebucht. Es sieht nach allem aus, nur nicht danach. Du bist gar nicht so, wie ich mir einen Freund Fosters vorgestellt habe. Ihr seid ein seltsames Paar. Ein altes Rettungsschiff der Requisition und ein Mann ohne Vergangenheit. Keines unserer Ziele ahnte etwas. Und dann waren wir auch schon wieder weg. Du glaubst gar nicht, was für Stunts wir hingelegt haben. Doch, doch. Ich war selbst einer dieser Stunts. Ein Millionärstöchterchen, das spielt und Geld verzockt, ist ja nun keine echte Aufgabe. Der beschriebene Auftrag war einfach. Keinen interessierte, wo du wirklich warst. Fosters Ansicht nach war das einzig Schwierige, dass dein Großvater wollte, dass du das, was du gestohlen hattest, freiwillig zurückgabst. Nichts davon stimmt. Noch nicht einmal deine Einschätzung Fosters. Das bezweifle ich. Foster war gut. Er ließ sein Ziel nie aus den Augen. Du meinst vielleicht, du kanntest ihn, denkst, dass du ihm leid tatst, aber das hätte er nie zugelassen. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht schiefgegangen ist, warum Foster starb, aber ich bin mir sicher, du weißt es auch nicht. Sorry, ich wollte eure Romanze nicht bedrohen. Süß. Ja, man merkt richtig, dass London nicht gerade die absolute viel Sympathien für unsere Hauptfigur hegt. Wahrscheinlich hat er den Verdacht, dass wir... Ja gut, sie hatte schon gesagt, dass wir... dass sie verantwortlich für den Tod ist von Forster. Oder zumindest denkt sie das. Na, endlich. Ja, ich guck mal, wie sieht's dann bisher so zeitlich aus? Ist alles Roger in Kambodscha. Er sitzt fest. Hier hilft nur Gewalt. Ob die Waffe was taugt? Waffe, zielen, schießen. LT plus RT. Kosten eine Energiezelle. Wow. Nicht schlecht. Ich deaktiviere die Waffe. Das sollte Energie sparen.
Oh, jetzt läuft sie allein. Aber doch nicht. Au. Oh. Ja, da haben wir wohl unser Ziel erreicht. Ich fass es nicht. Empfängst du das alles? Ich bin bei dir. Er hatte recht. Alles sieht völlig unberührt aus. Aber woher kannte er denn diese den Standpunkt dieses Ortes, dieses Palastes? Wunderschön sieht das aus, ey. Wahnsinn. Genau, wir sind gerade dabei gewesen, diesen Palast zu betreten und dann hat mein PC schlapp gemacht. Was heißt schlapp gemacht, aber ich habe ja schon seit Monaten ein instabiles System. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was genau das Problem ist, aber ich werde es bestimmt herausfinden. Waffe kann ich nicht benutzen. Wir sind bei 32 Minuten. Ich würde sagen, wir machen für die erste Folge machen wir noch eine... Ich weiß es nicht. Empfängst du das alles? Ich bin bei dir. Machen wir das um die 20 Minuten. Schau mal. Genau, wir hatten gerade diesen Blick auf dieses großartige, vergoldene und marmorverzierte, schlossartige... Er hatte recht. Alles sieht völlig unberührt aus. So ein bisschen wie halt Schloss, ne? Spiegelung. Sieht man hier ganz besonders, wenn man da gerade mal nicht mit der Taschenlampe drauf schaut. Spiegelungen sind nichts Besonderes mehr in Spielen, aber ich finde das immer noch faszinierend. Wahnsinn. Wirklich hübsch aus. Ist das tatsächlich der Palast, den wir suchen? Zumal schon, ne? Was eher mysteriös. Ah, hier geht's weiter. Was den Palast betrifft, hattest du recht. Und nun? Wir holen Foster zurück. Und dann hauen wir ab. Details wären nicht schlecht. Wir suchen nach einem Apparat, wie Großvater ihn hatte. Der Seelenverschlinger? Sobald ich es sehe, weiß ich es. Selbst wenn du das Ding finden solltest, dieser Ort hier ist tot. Jegliche Technologie hier ist inzwischen nutzlos. Sie braucht einfach nur Energie. Wir müssen ihr sagen, dass wir hier sind. Ich weiß, dass das alles funktionieren wird.
Hallo? Jemand zu Hause? Ich gehe runter. Unter den Hallen muss es Energie geben. Wie nette Details hier einfach überall sind. Es gibt keine Räume, ne? Es sind überall nur Sitzmöglichkeiten, aber sieht schon so aus, als wäre hier irgendwie Volkschaft, ne? Und hier irgendwie was der Regierungsabteilung und hier die ganzen Leute, die sie erkenne da nicht wirklich ein Muster. Zu. Ich nenne sie immer die Treppe runterläuft. Ja, und selbst das ist für mich schon immer genug, um immer wieder aufs Neue über Videospiele begeistert zu sein. Gerade wenn man sich selber damit sehr, sehr viel beschäftigt und rumfuhrwerkt, ist immer wieder faszinierend. Und Animationen sind nicht leicht. Also früher, ne, ich weiß ja gar nicht, inzwischen benutzt fast jedes Spiel MoCap für die Animation, das heißt Schauspieler mit Motion Capturing Anzügen, die halt die Animationen denn mimen. Ist irgendwas. Das ist ein Spiegel, oder? Was? Früher mussten alle Animationen damals vor 50 Jahren, nein, natürlich nicht. Aber Mass Effect wurde zum Beispiel auch handanimiert. Ein Spiegel. In die Seele. Spiel. Ich glaube, Mass Effect 1, 2 und 3 sind alle per Hand animiert. Ich kenne die. Die sehen genauso aus wie die Steingesichter der Tore zwischen den Terrassen des Gartens. Vielleicht ist es eine Tür. Wir nannten sie Torwächter. Bei ihrem Anblick sollten wir uns fragen, ob wir würdig sind, einzutreten. Ohne Energie kommst du da nicht durch. Und dieser Ort hier ist tot. Sagtest du bereits. Aber woher weiß der Großvater denn von diesem Ort, wenn der unberührt ist? Seit Jahrtausenden. Wieso zum Teufel sind hier überall Sitzmöglichkeiten an jeder Ecke? Und keine wirklichen Räume, an denen man sich, schon alles sehr menschlich gebaut, aber natürlich steckt da doch was dahinter. Ja gut, das könnten vielleicht Räume sein. Könnten auch.
Das ist übrigens noch eine Sache, die ich bei meinen Let's Plays unbedingt mal besser machen muss. Nicht nur, dass ich weniger dummes Zeug reden sollte, sondern auch tatsächlich, dass ich nicht ständig immer überall irgendwo hinglotzen muss. Sondern deswegen dauert das bei mir auch immer so lange. Ich meine, Mass Effect Andromeda. Über 250 Folgen. Das macht kein Mensch, aber ich hab's gemacht. Bestimmt keiner gehört. Kommen wir da jetzt wieder hoch? Das braucht immer eine Energiezelle. Das Gute ist schon mal, das Spiel speichert immer regelmäßig. Das ist toll. Sieh mal. Es ist eine Stimme. Es sieht aus wie eine Stimmgabel. Ja, klar. Die Findigen nennen sie Stimmen. Ihr reiner Ton soll Klarheit und Erleuchtung vermitteln. Ah, natürlich. Heißt so viel wie leck mich am Arsch. Währenddessen gucke ich mal ganz kurz rein. Zeitlich. Wir machen mal, glaube ich, noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten machen wir noch. Schlagen? Ja, das meine ich zum Beispiel, ne? Wir machen das jetzt einfach. Was bedeutet das? Der Anzug entdeckt das Muster des Tons und beginnt mit der Entschlüsselung. Eindeutig auf etwas. Das sind doch Teile eines Rätsels. Für die Lösung brauchen wir aber mehr davon. Ein Spiel. Boah, ich bin schon neugierig. Also, sag mal so, mich kann man immer catchen. Fremde Technologie, fremde Lebewesen. Unbekannter Planet. Das sind immer so die... die Dinge, die... die man bei mir einfach immer sofort den Schalter umlegen. Wo ich halt immer sofort Feuer und Flamme für bin. Wenn es ein interessantes Universum ist und so, dann ist das super. Es geht noch tiefer. Diese Tür ist anders. Ich wette, dieser Mechanismus aktiviert die Tür. Sicht. Kann ich hin?
Das bringt doch nichts. Foster ist tot. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Ich meine, wenn man die Seele eines Toten in einen Würfel laden könnte, um die Person später wiederzubeleben, das wäre doch ein Riesengeschäft. Du verstehst das falsch. Ich weiß ganz sicher, dass er dort drin ist. Ich habe mich gefragt, wieso du das glaubst. Aber ich bezweifle, dass deine Argumentation für mich einen Sinn ergäbe. Ihr Findigen seid viel zu weltfremd. Ihr kennt doch nur das Märchen, das euer Großvater erfunden hat. Nun, in diesem Märchen ging es hauptsächlich um diesen Ort hier. Und dann sind da noch meine Gene. Für die Erschaffung der Findigen hat Großvater Jahrhunderte benötigt. Die Auswahl aus dem Genpool war sehr streng. Wir wurden erschaffen, um hierher zu kommen. Und für mich fühlt sich das hier sehr real an. Ich finde das toll, wie die Geschichte erzählt wird, wie die Charaktergeschichten dargestellt werden. Das ist nicht einfach so, ja, ich bin hier, ich habe das und das verbrochen, sondern es wird so nach und nach immer so Stückchen für Stückchen erzählt, was mit ihr passiert ist, was sie erlebt hat, was sie getan hat, wer ihr Großvater ist. Immer so Stück für Stück, immer so ein kleines, es ist wie, als wäre man eine Katze und man bekommt immer jeden Tag so ein kleines Leckerli vor die Nase gesetzt. So ist es hier auch immer so Stück für Stück. Kriegt man dann alle Puzzleteile, bis man das große Ganze hat. Das gefällt mir, wie das bis jetzt erzählt wird. Mit jedem Dialog zwischen den beiden erfährt man entweder ein bisschen mehr über sie oder über ihre Vergangenheit mit ihrem Großvater oder auch über Forster. Der Würfel hat also seine Bedeutung, dass sie glaubt, dass die Seele von ihm drin ist. Wir haben jetzt erfahren, dass sie erschaffen worden ist von ihrem Großvater. Also so ein bisschen lässt sich auch erahnen, in was für eine Welt sie hineingeboren wurde. Auch vorhin mit den, als London erklärt hat, dass der Planet wahrscheinlich ausgeschöpft wurde, die Ressourcen abgezweigt worden ist, kann man sich schon so vorstellen, dass halt die meisten Planeten nur noch dafür benutzt werden, um sie halt, dass da gar keine großartigen Städte mehr drauf sind, sondern einfach nur noch Lager, um halt alle Ressourcen abzubauen. So kam das mir jedenfalls eben gerade so vor. Oh. Was ist das denn? Diese Ringe kenne ich auf jeden Fall. In den Gärten hatten wir genau dieselben. Der Anzug erfasst eine kleine Schwerkraftladung im Inneren des Zepters. Vielleicht kann er die große Tür mit Energie versorgen. Der Sockel könnte zur Aktivierung sein. Könnte, Fahrradkette. So, ich würde mal sagen, ich habe lang genug mich hier drin schon mal aufgehalten. Ich würde sagen, die YouTube-Folge werde ich mal hier beenden. Denn das ist eine eine kleine Neuerung. Ich werde das mal jetzt mal durchziehen, dass ich zwischendurch immer Cuts setze, damit das, wenn ich dann tatsächlich die Folge dann mal ausstrahle, nicht so ganz eigenartig ist. Gut, YouTube-Folge wird beendet und dann geht's gleich weiter.